Ja, wäre schon echt schön, wenn du wirklich hier wärst, ne? Ja, bis wir uns von A nach B beamen können, bis dahin wird noch eine ganze Weile vergehen. Aber vielleicht gibt es auf dem Weg dahin ja kleinere Zwischenschritte. Zum Beispiel telefonieren per Hologramm. Wie das aussehen könnte, das zeigen wir euch heute bei den Netzgeschichten. Die Telekom arbeitet schon jetzt an dieser Telefonie der Zukunft. Und das zusammen mit den Partnern Vodafone, Telefonica, dem französischen Anbieter Orange und dem Startup Mazuco. Alles, was man für so einen Hologrammanruf dann braucht, ist ein handelsübliches Smartphone und so eine AR-Brille. Und damit soll ich dann mein Gegenüber in 3D und in Echtzeit, also wirklich wie in echt, sehen können. Ganz schön cool, oder? Die Technik ist zwar noch ganz am Anfang, aber vielleicht erinnert ihr euch noch, diese Handys waren vor ein paar Jahren auch noch so groß wie Koffer. Also Geduld. Bernd, ich habe gerade erzählt, dass man für die Telefonie per Hologramm eigentlich nichts weiter braucht als ein Smartphone und eine AR-Brille. Aber da steckt ja technisch noch viel mehr dahinter. Kannst du mal kurz erklären, was genau? Vielleicht zunächst mal zu dem Begriff. Es handelt sich dabei um Holographie, die im Gegensatz zu Holographie das Ergebnis dreidimensional darstellt. Ein Hologramm ist flach und ein Hologramm hat, wie der Name schon sagt, Volumen. Klassisch geht das Ganze zurück auf die sogenannte Freeview-Videotechnologie, bei der man mit vielen Kameras eine Szene einfängt, um dann hinterher dem Regisseur die Möglichkeit zu geben, die Kamera in jede x-beliebige Position setzen zu können. Warum arbeiten hier verschiedene Netzbetreiber zusammen? Ja, das ist einfach beantwortet. Man kann sich vorstellen, dass Menschen holographische Konversationen zukünftig auch so halten wollen, wie wir das heute mit Voice kennen, wie wir das mit Messaging kennen, über Ländergrenzen hinweg. Und das ist der Grund, dass wir mit Telekommunikationspartnern zusammenarbeiten, damit dieser Dienst in allen Netzen funktioniert. Welche Einsatzbereiche siehst du für diese Technik in der Zukunft? Man kann sich vorstellen, dass es zukünftig in multiplen Bereichen eingesetzt werden wird, aber wir glauben, dass es zunächst mal im Business-Bereich genutzt werden wird. Also man stelle sich vor, die Kommunikation, die immersive Kommunikation zwischen Vorständen oder auf Top-Management-Ebene. Und mit immersiver Kommunikation nennen wir, Zoom-Konferenzen sind heute problematisch, das weiß man. Und wenn man in den dreidimensionalen Raum geht, in den virtuellen Raum, kann man viele der Probleme von Zoom-Konferenzen auflösen. Deswegen glauben wir, dass Hologramme da das richtige Mittel sind. Und zum Beispiel kann man sich vorstellen, bei Sales-Pitches, bei Vertriebsleuten oder stellen Sie sich vor, Sie wollen sich vorstellen, wo das wirklich sehr persönliche, die Emotionen, die Körpersprache wichtig sind, da sind Hologramme das Wahlmittel in der Zukunft. Und jetzt noch eine kleine Prognose, wie lange dauert das noch? Ist das schon nächstes Jahr bereit und ich kann es benutzen oder dauert das schon noch so 5 bis 10 Jahre? Also Hologrammtechnologie ist eigentlich reif. Wir glauben, dass die Qualität auf Basis einer Kamera sicherlich in 2023, 2024 erreicht sein wird. Das Problem ist, dass man aber noch ein geeignetes Darstellungsmedium braucht. Also da brauchen wir durchaus noch 5 Jahre. Also ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank dir, Bernd. Echt ein cooles Projekt, wenn ihr mich fragt. Wen würdet ihr denn mit eurem ersten Holo-Anruf erreichen wollen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten gilt wie immer, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei den Netzgeschichten.